3, 2, 1. 1! Claudia möchte diesen Eimer hier. Oh nein, oh nein, oh nein, du musst jetzt hier vorne. 3, 2, 1 und. Komm zurück, Claudio. Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Spiel mit mir Kanal. Leute, heute wird es nass. Eine Erfrischung an diesem heißen Tag. Es ist verdammt warm. Heute sind es über 30 Grad, glaube ich. Hallo. Und wir haben uns an unseren Lieblingsort zurückgezogen. Ja. Und zwar ist es das Dach. Es ist hier richtig, richtig warm. Oh, das ist wirklich sehr, sehr heiß hier. Ja. Und wir haben heute mal eine Bucket-Challenge vor. Also Eimerleinchen. Und zwar folgendermaßen. Wir haben da so wunderschöne Eimer und werden dort gleich pro Runde in einen Eimer mal Wasser füllen. Und die anderen Eimer bleiben leer und wir müssen dass ich von Wasser getroffen bin. Wir müssen uns dann aussuchen, welchen Eimer wir nehmen möchten. Und es gibt auch für jeden eine Spezialrunde. In der Spezialrunde sage ich noch nicht genau, was in den Eimern drin ist. Das seht ihr dann gleich. Aber ich würde sagen, wir fangen direkt mal an. Und Kathi, möchtest du starten? Du klingst so, als würdest du unbedingt nass werden wollen. Hm, nee, ich möchte nicht starten. Ich starte, ich starte. Komm, ich starte. Okay, let's go. Dann fangen wir mal an. Claudio hat sich jetzt umgedreht und wir werden jetzt hier mal die Eimerchen ein bisschen verwurschteln. Soll ich mich hinsetzen oder geht das? Das ist mir wurscht, du kannst auch stehen. Ganz, ganz, ganz klar. Okay, Claudio möchte diesen Eimer hier. Schade, dass er den ausgesucht hat, ne? Geh mal hier nach da vorne. Oh nein, oh nein, oh nein, du musst jetzt hier vorne. 3, 2, 1 und... Aber das ist gut. Aber das ist gut. Ich find's gut. Hast du genau der richtige Tag für mich abgekriegt? Nee, ich dachte, ich krieg nichts. Ich dachte, so cool, aber kann ich mein T-Shirt ausziehen? Nein. Oh. Nächste Runde. Ja, jetzt bin ich dran, ja. Nächste Runde. Okay. Gut, dann wurschen wir mal die Eimer ein bisschen rum. Ja, mix sie mal durcheinander. Okay, Kathi, welchen Eimer möchtest du? Ich nehme den mittleren. Kathi nimmt den mittleren Eimer, dann würde ich dich bitten, einmal vor Kathi zu gehen. Daniel, schaffst du es oder? Soll ich mich jetzt auch so klein machen? Soll ich dir helfen? Daniel, ja, mach dich am besten klein, dann ist es etwas angenehmer. Okay. 3, 2, 1. Nix! Ich hatte gerade wirklich richtig Angst. Das ist nix, Kathi. Ja, das war gut. Oh, jetzt bin ich dran. Ja. So, nun ist Danja dran. Sie sitzt schon im Pool und muss sich jetzt entscheiden. Wir machen aber vorher wieder hier eine kleine Änderung. Änderung. Ja. Jetzt. Welchen nimmst du? Ich nehme den hier. Okay. Schaffst du es, Kathi? Komm, wir machen das gemeinsam, ja? Ja. 3, 2, 1. Das war nichts. Das war nichts. Das war nichts. Vielleicht bleibe ich ja heute auch trocken, wer weiß. Runde 2 darfst du jetzt schon. Runde 2 jetzt schon. Wie viele Runden gibt es? Ich glaube, jeden 3. Okay. Genug. Kommt jetzt irgendwas dazu oder bleibt es so? Nein, erstmal bleibt es noch so. Ist dann in deiner letzten Runde bekommst du dann was dazu, Claudio? Kannst dich jetzt entscheiden. Wir haben das schon vorbereitet. Mitte, Mitte. Ah, okay. Schade. Oh nein. Willst du mir vielleicht helfen? Ja, ich helfe dir. Nein, ich möchte nicht das. Okay. 3, 2, 1. Was soll das? Ihr schummelt doch! Nein, wir schummeln wirklich nicht. Habt ihr gleich Schoppen dabei? Ja. Dann kann ich gleich duschen. Ja. Wir schummeln wirklich nicht. Doch, ihr schummelt. Nein, Gut, man kann es uns ja zutrauen, dass wir schummeln, aber heute schummeln wir nicht, sondern Claudia hat sich wirklich wieder für den richtigen Eimer entschieden. Hättest du mir Bescheid gegeben, hätte ich mir Shampoo mitgebracht. Nein. Toll. Wie du da stehst, wie so ein nasser Pudel. Ja, die Sachen sind auch schwer. Wollen wir mal neues Wasser? Ja, Kathi ist wieder dran. Ich zieh mal wieder meine Schlappen aus. Okay, Kathi ist jetzt als nächstes dran. Entscheide du, ich habe kein Glück. Du merkst, ich habe heute gar kein Glück. Ja, ich mache das. Ich regel das hier. Ich stelle die Eimer so, wie ich glaube, dass Kathi wählen wird. Und ich weiß auch, dass Kathi nass werden möchte. Kathi, leg los. Was möchtest du für einen Eimer? Ich glaube, ich möchte nicht nass werden. Und welche möchtest du? Guck mir in die Augen, Kathi. Nimm den. Okay. Okay, Kathi, dann setz dich hin. Hat Claudius Psychologie oder Psychospiel funktioniert? Hand vor dem Gesicht, Kathi, wir möchten deine Reaktion sehen. Komm ruhig näher, komm ruhig näher. Ich hab richtig. Aber nicht zu nah. Genau, top. Okay.
Kathi, bist du bereit? Warte, darf ich? Aber ja. Ich zähle nicht. Doch, wir zählen. Komm, zählst du, Danja? Okay. Drei! Ah! Oh nein! Vor allem bin ich bis drei gewartet. Ja, ich weiß. Hat Anna dir das gebrochen, Kathi? Nein. Aber ich habe, glaube ich, nicht ganz meinen Kopf getroffen. Nee, ich habe nur deinen Nacken getroffen. Ja, oh, aber es ist richtig schön erfrischend. Nach dem ersten Schock ist es jetzt gerade richtig schön erfrischend. Ja, oder? Okay, ich glaube, dann bin ich wieder dran. Ja, du bist wieder dran. Kannst du rein, weil du bist auch trocken. Ja, ich kann. Also, Danja hat gerade neues Wasser geholt und sie ist als nächstes dran. Und komischerweise ist sie ja immer nur halb voll. Halb hier voll. Ihr könnt ihr ja noch voller machen. Danja, ja. dreh dich einfach um. Dreh dich einfach um, genau. Okay, welchen Eimer möchtest du? Ich möchte gerne den Eimer ganz rechts. Den ganz rechts? Welchen Eimer nochmal? Sicher. Okay. Bist du dir ganz sicher, Danja? Okay. Ja. Guck mir in die Augen, Danja. Okay. Soll ich zählen und du machst wieder? Ja. Ich zähle, warte. Okay. Aber ich zähle langsam. Okay. Drei, zwei, eins. Oh, es wird langsam. Ja, hat dir gefallen? Oh, was schön jetzt. Wenn du jetzt noch erfährst, dass wir geschummelt haben. Ich hab's mir gedacht, ey. Ich hab's mir einfach gedacht. Ich konnte es nicht für mich behalten. Ja, wir haben also nicht richtig geschummelt. Du hast erst das gesagt, dann habe ich umgestellt und habe nochmal gefragt. Ach, und dann, ja, okay. Wir machen jetzt die Spezial. Die Spezialrunde. Sorry. Ja, ich war so nett und habe nicht den ganzen Eimer drüber geschüttet, aber ja, gut. Ja, was hat sich so jetzt erledigt? Ich finde das so cool, ne? Die Obisbären sind so cool. Wer ist dran? Du. Ach Mann, ich will die Obisbären. Claudius dran. In zwei Eimer warst du, ne? Ja, genau. Es sind jetzt in zwei Eimern. Und ein Eimer ist leer. Okay, dann darfst du schon entscheiden. Ja, du darfst dich jetzt entscheiden. Mitte. Die Mitte. Claudio entscheidet sich für die Mitte. Wollen wir wieder zusammen? Das sollten wir auf jeden Fall zusammen machen. Mach dich Spaß. Das wird großartig. Nein, nein! Claudio, könntest du vielleicht hier die Ecken so ein bisschen hochhalten? Ey, warum macht ihr das? Das war so ein bisschen hoch. Okay, 3, 2, 1. Oh, das sieht so cool aus. Oh, das ist glibberig. Ey, film mal da. Guck mal. Sammeln die hier vom Dach dann natürlich gleich wieder ein. Oh, die werden ja dann so ganz winzig und dann kann man die hier einfach runterkehren. Also, ich gehe freiwillig kurz mit den Füßen rein. Flippi! Okay, ja, das ist cool, ne? Ja, next one. Sag du doch an. Ja. Nächste Runde. Nächste Runde. Mal um, ne? Ja, dreh dich bitte um, Kathi. Kannst du es auch schon mal hochhalten? Genau. Wir vermischen hier mal eben noch die Eimer. So, Kathi, entscheid dich jetzt. Welchen Eimer möchtest du? Auch den mittleren. Auch den mittleren? Ja, dann halte ich. Und Danja, du machst dir. Ich mache. Und du gehörst dann nicht. Du bist da? Ja. Ich halt hier. Guck aber an die Kamera. Komm ruhig näher. Okay. 3, 2, 1. Cool, oder? Ja. Komm mal her. Komm mal bei Kathi im Nacken. Cool. Cool. Die hat sich da so gesammelt. Und wie ist es, Kathi? Es ist schön erfrischend. Ja, ne? Ja, also ich habe auch schon mal so. Ich finde, die Orbisperlen waren auf jeden Fall noch angenehmer als das Wasser. So ein bisschen erfrischend, aber so ein bisschen kitzelig. Dann ja, aber du kommst nicht weg. Letzte Runde? Naja, vielleicht kriege ich ja die Orbisperlen. Machen wir noch in der letzten Runde vielleicht drei Sachen auf einmal? Warum? Orbisperlen, weil ich bin oder was? Orbisperlen? Vergiss den. So, jetzt letzte Runde für mich. So, umdrehen, Danja. Wenn ich hier stehe, ist die Sonne weg. Danja, umdrehen. Mal trocknest du dort deine Socken auf? Ja, meine Socken trocknen da. Ja. Mir fallen gerade hier noch so Perlen hinten irgendwo raus. So, Danja, warte ich. Genau, wir mischen noch mal ein bisschen durch. Nein, wir mischen, also wir schummeln diesmal. Nein, diesmal, Claudio, wir schummeln diesmal nicht. Okay. Also. Für was entscheidest du dich? Ich entscheide mich für die Mitte. Ja. Ja. Gut. Okay, halt schon mal fest. Hat's wieder funktioniert? Hat es funktioniert? So, komm ruhig nah. Komm ruhig oder nah. Nicht. So, Danja. Drei. Was mit der Kamera? Bloß auf. Zwei. Eins.
ich. Das war natürlich nicht so dramatisch. Aber ich hätte mich auch fast über die Orbisperlen gefreut, muss ich sagen. Das wäre jetzt auch nicht so schlimm gewesen. Ja. Aber ich finde, das war heute eine richtig schöne Erfrischung. Wir sind jetzt alle ein bisschen akklimatisiert. Ist eine super Idee für heiße Tage. Ja. Kann man mit Wasser machen, mit Orbisperlen, mit Schleim. Am besten immer was drunter legen, damit man dann hinterher nicht irgendwie den kompletten Garten einzeln aufsuchen muss. Richtig. Aber du hast übrigens noch Rosenbett auf dem Kopf. Ganz niedlich sieht das aus. Ah. Ja, Claudio trocknet jetzt noch seine Socken. Wir ziehen uns jetzt was. Habt ihr was Trockenes zu machen? Ja. Ja. Du nicht, ne? Und du hast die Challenge geplant. Wow. Danke. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ja, Freunde. Nach einer Challenge muss man auch aufräumen. Sieh dir doch was an die Füße, Claudia. Ja, meine Socken, was soll ich da machen? Was mit dem Besen, also mit dem Wischer funktioniert es nicht so gut. Ja, mit dem Besen funktioniert es sogar sehr gut. Ach so. So umdrehen dich. Mich umdrehen? Andersrum? Ja, und jetzt wieder die Herzen. Nee, das funktioniert nicht. Geht nicht? Mm-mm. Okay. Ja, dann müssen wir das mit dem Besen machen. Das Damm funktioniert sehr gut. Sehr gut. Wir gehen halt alle kaputt, wenn ich da drüber bin. Ich mach das schon, alles gut. Ja, Freunde, natürlich machen wir alles sauber. Ich kann das auch machen, dann kannst du die Rosenblätter einsammeln. Oh, das passt auch gut zu Claudio. Claudio soll die Rosenblätter einsammeln. Wir sammeln die Rosenblätter ein, da kannst du dich mit den Füßen da reinstellen. Oh, das haben wir nicht.